Ich bin Ingrid Grüßner, bin 31, habe Medizin studiert, bin 2011 fertig geworden, habe dann erstmal eine Babypause gemacht und habe dann angefangen zu arbeiten, war erst in der Klinik. Jetzt war ich beim Allgemeinmediziner und jetzt bin ich für ein halbes Jahr hier in der Kinderarztpraxis. Bio hat mir in der Schule schon viel Spaß gemacht. Ich fand das immer total faszinierend, wie das alles zusammenspielt mit den Organen, wie das alles funktioniert. Und ich wollte einen Beruf haben, wo ich viel mit Menschen zu tun habe. Für Hausarzt habe ich mich entschieden, weil ich gerne organisiere. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man als Hausarzt haben will. Und halt auch die Patienten ganz lange zu begleiten. Halt, manche begleitet man 20, 30 Jahre und das ist schon eine schöne Sache, finde ich. Das Stipendienprogramm ist für Medizinstudenten. Sie werden finanziell unterstützt und müssen sich dafür verpflichten, nach ihrer Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner hier in Sachsen-Anhalt in einem Gebiet der Unterversorgung als Hausarzt tätig zu sein. Für 2 bis 3 Jahre, je nachdem, wie lange man das Stipendium erhalten hat. Was hier an der Magdeburger Universität gut ist, dass man wirklich erstmal in jeden Kurs reinkommt. An anderen Universitäten ist, da muss man sich dann bewerben. Manchmal muss man warten, weil die Kurse voll sind. Das ist halt hier nicht. Man hat seinen Stundenplan, den kann man durchziehen. Und der Stadtpark war gleich um die Ecke, wo ich gewohnt habe. Ich konnte jeden Tag an die Elbe gehen, um frische Luft zu schnappen. Das gerade mit meinen 2 kleinen Kindern war es immer sehr schön. Natürlich, die Betreuungsmöglichkeiten sind natürlich hier in Sachsen-Anhalt auch sehr gut. Das war wichtig, weil ich ja schon recht früh Kinder gekriegt habe. Ich fühle mich mit Sachsen-Anhalt verbunden, weil es meine Heimat ist. Mir gefällt es hier, ich finde die Landschaft schön und deswegen möchte ich hier in Sachsen-Anhalt bleiben. Und natürlich, ich habe die Großeltern vor Ort mit 2 Kindern. Ist es immer gut, wenn man noch wen hat, der mal eine Fahrt erledigen kann, wenn man Vollzeit arbeiten geht.